06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Rico, endlich mal wieder reingerutscht. Am Ende ist es ein 2:2. Ich glaube, auch für dich irgendwie ein Punkt, den nimmt man mit, aber es tut auch eher weh. Ja, absolut. Also ich denke, wenn man die erste Halbzeit sieht, hatten wir 2, 3 richtig, richtig gute Chancen. Waren sofort im Spiel auch drin, hatten keine Ahnung wie viele Standardsituationen in den ersten 10 Minuten. Wollten unbedingt das 1-0 machen, ist uns nicht gelungen. In der Halbzeit waren wir auch echt unzufrieden, dass wir kein Tor gemacht haben. Das war das Einzige, was gefehlt hat. Und dann in der zweiten Halbzeit, so mit der ersten richtig guten Chance von Freiburg, fällt das 1-0. Man muss aber dann trotzdem den Jungs ein Kompliment machen, dass wir 2-mal zurückgekommen sind. Und dann nehmen wir den Punkt jetzt natürlich mit. Du spielst es an, ich würde sogar sagen, es waren glaube ich noch mehr als 3 gute Chancen. Es war fast verrückt, dass ihr da nicht irgendwie eine frühe Führung in dieses Spiel mitnehmen konntet. Ja, dann gut, von außen sieht es vielleicht noch krasser aus. Also hat sich aber ähnlich angefühlt. Also wie ich schon gesagt habe, man wurde fast ein bisschen verrückt. Auch dass die Standards waren immer gefährlich. So der letzte Punch hat gefehlt. Ich hatte auch einen ganz guten Schuss, der auf der Linie noch geklärt wird oder vor der Linie. Ja, ärgerlich, aber weiter geht's. Bis dahin hat der Plan voll gegriffen. Ihr wolltet Freiburg hoch attackieren, hattet echt viele Ballgewinne. Ja, genau. Wir wollten die mutige Spielweise von den letzten Wochen auch beibehalten. Nahtlos anknüpfen wie gegen Ulm, hoch anlaufen. Hatten auch die Ballgewinne, haben Freiburg da auch mal komplett eingeschnürt, vor allem zu Beginn. Und ja, das Einzige, wie ich schon gesagt habe, ist leider, dass das Tor gefehlt hat. Und auch, wie du es gesagt hast, hinten raus, einfach muss man der Mannschaft dann doch ein Kompliment machen, wenn man in der 90. den Punkt doch noch mitnimmt. Genau, wenn man spät ein Tor macht, das noch zu Punkten führt, dann sollte man darüber trotzdem glücklich sein, ja. Simon, am Ende ist es ein Punkt, mindestens gefühlt 2 zu wenig, oder? Du triffst, glaube ich, auf den Punkt. Ich glaube, im Verlauf des Spiels, aber vor allem in der ersten Halbzeit, haben wir sehr, sehr viele Chancen gehabt, wo wir dann einfach mal auch vielleicht in Führung gehen müssen in so einem Auswärtsspiel. Und dann kannst du natürlich hinterher irgendwo noch froh sein, dass du dann kurz vorher noch das 2-2 machst. Die Art und Weise, zweite Halbzeit war es dann ein bisschen wild von uns. Sind dann bei den Gegentoren irgendwie nicht da, so ein bisschen unglückliche Gegentore kassiert. Und jetzt hast du halt gefühlt 2 Punkte zu wenig mitgenommen auf jeden Fall. Gerade das zweite war einfach ärgerlich. Wie hast du die Szene in dem Moment wahrgenommen? Ja, ich glaube, ich bin ein Laufduell mit dem Stürmer. Ich block ihn so ein bisschen, der Ball fliegt so ein bisschen hoch. Schenki kommt ein bisschen raus, will auch blocken, für den Fall, dass er schießt, glaube ich. Dann rutscht mal Ball ineinander rein. So, der Ball prallt halt, glaube ich, bei Schenki an der Hand ab, vor die Füße vom Stürmer wieder. Der bringt einen Ball rein und der Ball ist drin. So, und das ist dann in dem Moment sehr, sehr unglücklich gewesen. Aber da muss man natürlich sagen, haben wir schon auch gute Moral bewiesen, dass wir da nicht aufgegeben haben, dann die Chance durch Andrew genutzt haben und dann glücklich sind, dass wir das 2-2 machen, kurz vor Ende. Aber wie eben schon gesagt, vom Gefühl her haben wir 2 verloren. Ja, gerade die erste halbe Stunde hat ja bis auf das Tor nahezu alles funktioniert. Ja, ich glaube, von der Spielanlage her war das, was wir uns vorgenommen haben, ist sehr, sehr gut aufgegangen. Spielerisch auch gegen den Ball gar nichts zugelassen eigentlich in der ersten Halbzeit. Und ja, Chancen hatten wir, glaube ich, 6, 7 Riesendinger, glaube ich, in der ersten halben Stunde. Und da muss man halt in so einem Auswärtsspiel einfach mal in Führung gehen. Dann läuft so ein Spiel noch einfacher vielleicht in unsere Richtung. Das haben wir halt nicht geschafft. Und jetzt akzeptieren wir halt irgendwie den Punkt, weil wir es auch irgendwie müssen. Trainer, am Ende ist es ein fast wildes 2:2 in Freiburg. Hättest du das nach der ersten halben Stunde, in der deine Mannschaft ja wirklich gut abgeliefert hat, für möglich gehalten? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch gar nicht, wie ich das Spiel so einordnen soll und auch das Ergebnis, weil wir gerade in der ersten Hälfte hatten 21-6 Torschüsse insgesamt und gerade in der ersten Hälfte unfassbar viele Chancen. Immer wieder am Drücker gewesen, sehr hoch gepresst, viele, viele gute Aktionen nach vorne gestartet. Ein Eckenverhältnis von 8:1 oder so. Belohnen uns da nicht und zweite Hälfte wurden wir fehlerbehafteter, der Gegner wurde stärker und kriegst dann ein Tor, kommst zurück, machst direkt einen Ausgleich und kriegst dann wieder so ein blödes Tor, gefühlt mit 2 Torschüssen des Gegners gefühlt. Und Gott sei Dank machen wir noch das 2-2. Spricht auch für die Mannschaft, für die Moral, das ist super. Freue ich mich auch total. Wenn man so kurz vor Schluss noch den Ausgleich erzielt, ist es immer glücklich. Aber im Endeffekt bin ich doch enttäuscht, weil hier mehr drin war, absolut. Was war so der Unterschied? In Halbzeit 1 ist der Plan ja wirklich sehr, sehr gut aufgegangen. Freiburg echt zu Fehlern gezwungen. Und was fehlte dann da so in Durchgang 2, dass man es nicht mehr ganz so auf den Rasen bekommen hat? Ich glaube, wir waren so ein bisschen zermürbt irgendwie, weil wir eben so viele Dinge hatten in der ersten Hälfte und wir uns einfach nicht belohnt haben. Zweite Hälfte war Fakt, dass wir da einfach zu fehlerbehaftet waren, zu einfache Bälle verloren haben, zu ungenau gewesen sind und so weiter. Am Ende irgendwie ein Spiel, du sagst es, du weißt nicht, wie es einordnen sollst, aber umso schneller muss man es abhaken? Ja, natürlich. Wir halten uns nicht lange auf. Das machen wir nie. Wir sind 2-2, ist ein Punkt und
Das ist das Positive, also dass wir am Schluss noch den Ausgleich erzielt haben, ist das Positive. Und jetzt, morgen ist Training, wir analysieren das Ganze und dann geht es weiter. Samstag Pokal gegen Eingespecken.